Das nennt. Ja, ist gut. Nicht meine Kamera übernehmen. Da hinten. Der ganz. Da, da der Kopf. Wo Ilikas Kopf jetzt ist. Da drüber. Seht ihr diesen Bruchhaufen da hinten? Die Burg. Da haben wir den Jäger gekillt. Boah, das ist aber eine Stille hier. Das ist ja unglaublich. Wie sieht es da unten jetzt aus? Da sind Lichtkeime. Ey, weiß Gott, ich will da hin. Sonst ist hier nichts, oder? Hier komme ich dann am Ende wahrscheinlich wieder nach oben. Dann will ich einmal hier runter. Und vorher einmal hier runter. Ist hier hinten was? Nö, anscheinend nicht, weil die Kamera spinnt. Ich sollte dann also springen. Nochmal springen? Jeder Lichtkeim zählt. Bei Ormasts Licht. Bei Ormasts Innereien. Cool, mein Spruch war so cool, dass er Musik aktiviert hat. Das finde ich jetzt geil. Wo laufe ich hin? Ich weiß es nicht. Okay, da oben ist auch wieder was, was Ormast hat. Und das hat Ormast, was Ormast hat, will Ormast haben. Habt ihr es verstanden? Ich nicht. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Wie komme ich da hin? So nicht. Ah, ja, so, genau. Aber Kopf reinhalten und schon passiert. Ich muss Sicherungssaves machen, sonst... Ihr wisst ja. Kann sein, dass das Spiel einfriert. So. Wandlauf, okay. Ich höre da immer so Nebengeräusche, wie so ein ganz kleines. Mit Ilika rüber. Bereit? Jo. Und hier ganz normal. Nee, wie soll ich den denn erreichen? Muss ich mich von oben fallen lassen und dann springen vielleicht, oder wie? Das heißt, ich muss ja am Ende nochmal hoch. Oh. Oh. Fertig! Hier so. Recht so! Dann muss ich hier rum. Dann lasse ich mich einmal fallen. Dann mache ich doch den hier. Bin ich doch noch oben. So, wir haben es aus der Falle geschafft. Aus der Ex-Falle. Und da sind auch wieder welche. Sind gut versteckt, die Dinger. Und ich komme da nicht ran. Es wäre geil gewesen, wäre ich jetzt da ins Loch gefallen. Ne? Ich glaube, dann wäre da eine Todeszone. Das heißt, ich würde machen. Puh. Oh. Langsam, langsam, langsam.
Du Heide! Oh. Ich hab Springen gedrückt. Ich dachte, er macht das jetzt. So, jetzt sind wir auch draußen, denke ich. Ne, nicht ganz. Ich gehe da gleich hin. Das ist nämlich die Aktivierungsstein. Und ich glaube, hier ist nämlich was. Ah, hier ist... Ne, ich runterspringe, Junge. Bist du des Wahnsinns. Boah, episch. Das ist ein schönes Bild, muss ich sagen. Also, es gefällt mir. Wir haben es ja schon... Wechseln! Wir haben es ja schon mit der Konkubine auch gemacht. Da werden wir das Level auch bald sehen, denke ich. Nein, bitte nicht darunter springen, sonst machst du Aua und kannst sterben. Okay, den brauchen wir jetzt nicht aktivieren, denn... Hallo! Spielen kannst du nachher im Sandkasten. Du Holzfisch. Hm, stimmt. Ihr habt recht. Immer schön nach oben gucken. Weil es kann ja sein, dass irgendwo plötzlich ein Monster auftaucht und dir den Kopf abbeißt. Ja, obwohl hier ist das eigentlich nicht mehr möglich. Weil kein Schatten und so. Ich denke mal, wir fliegen eine Runde. Das haben wir verdient. Haben wir uns verdient. Ja, schön im Kreis fliegen. Immer schön in die Mauer rein. Platsch. Fliegst du nicht hin, ey. Das hat ja gar nichts gebracht. Ah, so komme ich wieder raus. Prima. Ich glaube, jetzt sind wir wieder oben. Ja. Wir haben einen Kreis geschlossen und... Wo sind wir? Mittlerweile dort. 41 von 3 von hier Dings. Ihr wisst schon, der Standardwert 45. Das heißt, irgendwo auf dem Weg sind noch Lichtkeime. Kannst du mal bitte dahin gehen? Danke. Ich schätze mal, die sind auf dem anderen Weg, auf dem Rückweg. Vielleicht im Übergang zu diesem Tal. Kacke, ich habe Elika gedrückt. Das Elika heißt Laden. Nein, das Gebiet dürfen wir noch nicht ansehen. Da sind wir eigentlich nicht drinne. Das ist außerdem das Gebiet vom Alkopop-Typen und den möchte ich gar nicht nehmen. Ich muss mal trinken. Turm der Märtyrer. Elika kann deinen Prinzen voll und ganz Körper massieren. So. Nochmal abspeichern. So, ich muss hier wieder runter, aber ich... Da unten ist geil. Da unten, das Weiße, das ist geil. Das ist die pure Geilheit da unten. Prinz, mögest du bitte schneller laufen? Ich schlafe gleich ein. Ja, schön Chor hier. Wie komme ich hier wieder runter? Über diesen Strahl möge ich wahrscheinlich wieder runterkommen hier. Wir spielen Batman. Ja, aber bitte nicht so weit fliegen. Ich möchte noch dieses eine Gebiet, diesen einen Lichtkeim haben. Scheiße, jetzt bin ich eigentlich zu weit. Oder nicht ganz. Ne, ich weiß den Weg. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Haha, ich hab's. Ne. Nicht anfassen. Hoch mit dir, Junge. Links. Wandlauf. Gewinn. So. Jetzt fehlen uns hier nur noch drei. Ah, ich glaube hier.
sind bestimmt gut versteckt. Das sind immer die Versteckten. Oder ist das hier? Hier war ja eigentlich nur ein Durchgang mit Schatten drin. Das war, glaube ich, der Durchgang zum Alkopop-Herren hier. Zum Herrn, der das Alkohol verkauft. Ich wusste es. Jetzt fehlen uns hier nur noch zwei. Stimmt doch, oder? Oh, überall leuchtet das. Das ist so verwirrend hier. Ne, okay, hier sind wir gut dran. Ich laufe einmal kurz den Weg ab vom Alkopop-Typen und gucke mal, ob die Dinger dann noch zu uns zählen. Ich glaube, ich habe es auch gerade noch so geschafft. Ja. Das ging gerade noch so gut. Manchmal dreht sich die Kamera so schnell, dass mir richtig schlecht und schwindelig wird. Danke, Edeka. Ich glaub nicht, ne, es wird nix. Gehen wir wieder zurück. Jetzt. Oh shit, das war knapp. Den hätte ich beinahe verkackt. Die Kamera weiß selbst nicht, wo sie hingucken muss. Dieses hier. Ach so, das war hier damals Schatten, deswegen. Aber jetzt können wir hier einfach nur so machen. Du brauchst nicht unbedingt Wandlauf machen, Junge, wenn ich dich an die Wand steuere. Okay, wo sind denn die anderen Lichtkeime? Oben waren wir, die können ja eigentlich nur noch unten sein. Gucken wir mal den kleinen Weg hier nach vorne. Ne, es ist nur Sand. Ich dachte da hinten jetzt über dem Kopf des Prinzen. Über den Kopf von Aladdin. Ich glaube, da hinten bei dem zwischen den Bäumen, da dachte ich, da wäre ein Lichtkeimer. Das war nur Sand. Ich wusste gar nicht, wo ich hin soll. Hier ist auch kein Lichtkeim, aber ich bin noch nicht im nächsten Gebiet, ne? Ne, ich bin immer noch im gleichen. Weil um das geht's eigentlich, weil wenn ich jetzt ins nächste Stempel gehe, dann kann das sein, dass die Lichtkeime, die ich dann einsammle, nicht mehr zu dem Gebiet zählen, wo ich die eigentlich haben will. Das ist eine Fackel. Könnte natürlich auch sein, dass ich den falschen Weg jetzt laufe. Na ja, gucken wir mal. Stell dich nicht so an, Edeka. Springen. Immer schön spammen hier. Boah, ich hab's fast. Jo, hier ist die Stelle, wo der Keim oben in der Luft hängt. Das sind zwei Keime. Und ich schätze mal, das sind genau die zwei verfickten Keime, die mir fehlen. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Oh! Sauber dran vorbeigeworfen. Danke, Frau. Die sind gerade, ja. Uey. Einfach. Ich dachte, das wäre eine gerade Türme. Ah! Boah, das zählt als Todeszone.